Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick für den Monat Januar 2016. Ich habe diesen Monat 21 Bücher gelesen und es waren ungefähr 8100 Seiten. Wie viel das ungefähr dann pro Tag waren, schreibe ich euch unten in die Infobox. Das habe ich jetzt leider nicht ausgerechnet. Bücher, wo ich euch jetzt gleich zeige, die sind in keine Reihenfolge geordnet. Ich fange jetzt auch schon mit dem ersten Buch an. Das ist der 5. Band dieser Reihe und zwar von Jaylin Fall With Me. Erschien im Piper Verlag und kostet 9,99 €, genau. Es kommt auch noch der 3. und 4. Teil irgendwann noch. So, dann fangen wir auch schon gleich mit dem ersten Buch an. Und das wäre von Nana Rademacher, Wir waren hier. Es ist im Ravensburger Verlag erschienen und kostet 14,99 €. Dieses Buch habe ich von vorablesen.de bekommen und die Leseprobe hat mir eigentlich gar nicht zugesagt. Mir hat eigentlich hauptsächlich der Klapptext zugesagt und das war eigentlich auch der Grund, warum ich mich um dieses Buch beworben habe. Und ich habe es bekommen und fand den Anfang nicht so gut, aber es hat sich dann gesteigert und gegen Ende fand ich es eigentlich echt gut. Weiter geht es auch schon mit dem Buch von Nalini Singh. Rockies, ich berausche mich an dir. Es ist im Lux Verlag erschienen. Kostet 9,99 € und ist der zweite Teil einer Reihe. Den zweiten Teil fand ich eigentlich ganz gut. Ich habe mir von der Reihe bisher eigentlich mehr erhofft, aber sie ist trotzdem schön zu lesen. Von Kevin Emerson hätten wir Die Vertriebenen, die Prophezeiung von Desenna. Es ist im Heine Fliegt Verlag erschienen und kostet 8,99 €. Ich habe echt überlegt, ob ich das Buch nicht abbrechen soll und einfach links liegen lassen soll, aber dann habe ich mich echt zusammengerissen und ich bin echt froh, dass ich es getan habe. Denn es wurde echt viel besser und ich konnte dann gegen Mitte nicht mehr aufhören zu lesen. Von Abby V. Reed hätten wir Broken Symphonies, Drums, Beats and Kisses. Es ist ein Romance Edition Verlag erschienen und kostet glatt 12,99 €. Es war mein erster Gay-Roman und dafür war ich eigentlich ziemlich zufrieden damit. Es wird wahrscheinlich in Zukunft nichts mehr für mich sein, aber trotzdem fand ich das Buch echt super. Weiter geht es dann auch schon mit dem 5. Teil der Beautiful-Reihe von Jamie McQuire. Beautiful Redemption ist im Piper Verlag erschienen und kostet 9,99 €. Hier dabei geht es um Thomas Maddox. Fand ich diesmal nicht so gut wie die Geschichte um Travis und seinen anderen Bruder. Aber ich war trotzdem ziemlich zufrieden damit. So, dann hätten wir den 2. Teil der Night School Reihe. Du darfst keinem trauen von CJ Dufferty. Es kostet einen Moment 17,95 € und fand ich eigentlich sehr interessant und ich war anfangs skeptisch gegen die Reihe, aber das hat sich eigentlich jetzt gelegt. Dann hätten wir noch ein Self Publishing Buch von Anna Faye, Dark Purple, The Kiss of Rose. Das kostet, soweit ich weiß, 6,99 €, weil dieses Buch auch bloß 130 Seiten circa hat. Aber Anna Faye weiß, wie sie ihre Geschichten schreiben muss, damit sie den Leser fesseln. Und mich haben sie auf jeden Fall gefesselt, auch wenn es bloß 130 Seiten waren. Auf jeden Fall werde ich dann weiterlesen bei ihr. So, dann hätten wir auch noch von
Jessica Sorensen, Das Versprechen von Kelly und Calton. Es ist im Heine Verlag erschienen und kostet auch 8,99 €. Ja, was soll ich sagen? Da mich die Bücher eh so faszinieren und ich eigentlich auch nicht mehr aufhören kann, die zu lesen, muss ich leider zugeben, dass es auch bei diesem nicht anders war und ich bin froh, es gelesen zu haben. Von Katie Karwinski hätten wir Maddie, Der Widerstand geht weiter, erschien im Boye Verlag und kostet 16,99 €, glaube ich. Es ist der zweite Teil dieser Reihe und der dritte folgt dann im März, nee, im April. Nee, Februar, Februar. Den zweiten Teil fand ich eindeutig besser als den ersten Teil. Beim ersten musste ich immer wieder ein bisschen aussetzen und beim zweiten habe ich den direkt durchgelesen und konnte auch nicht mehr aufhören zu lesen. Von Margit Ruhl Hedwig Traue niemanden, es ist im Blue Moon Verlag erschienen und kostet 12,99 €. Es ist eine Dystopie, die mir, um ehrlich zu sein, sehr gut gefallen hat und vielleicht gibt es ja in Zukunft mehr in die Richtung zu lesen. Weiter geht es dann auch schon mit Trust in Me von Jaylin. Es ist im Piper Verlag erschienen, kostet 8,99 €. So wie ich jetzt hier lesen kann, weil es durchgestrichen ist. Ich glaube 8,99 €. Hat mir sehr gut gefallen und zurzeit bin ich an jedem Einzelnen, wo noch kommt dran, weil im Februar kommt der sechste Teil und bis dahin will ich die Bücher alle fertig haben. Dann hätten wir von Molly McAdams Love and Lies, alles ist erlaubt. Das Buch ist im Heine Verlag erschienen, kostet 8,99 € und hat leichte Ähnlichkeit mit der Addicted to You-Reihe von M. Layton. Aber ich bin gespannt auf den zweiten Teil und hoffe, der gefällt mir dann genauso wie der auch der erste. Da der zweite Band von dieser Autorin im Februar erscheint, wollte ich I Wanted It Way von Anna Quire auch diesen Monat lesen und habe es geschafft. Dieses Buch ist im Mira Taschenbuchverlag erschienen und kostet 9,99 €. Die Autorin weiß es, wie sie den Leser fesselt und die Geschichte hat mir auch sehr gut gefallen und ist auf jeden Fall lesenswert. Dann hätten wir von Sophie Jordan Wild atemlos verglückt, das ist der dritte Teil dieser Reihe, ist ebenfalls im Mira Taschenbuchverlag erschienen und kostet ebenfalls 9,99 €. Mir hat Band 1 sehr gut, wirklich, es war einer meiner Jahreshighlights letztes Jahr, 2015. Der zweite Teil und der dritte Teil konnten wir leider mit dem ersten Teil nicht aufnehmen, aber haben mir trotzdem sehr gut gefallen. So, und dann hätten wir noch Bruderkrieg von Jay Awad aus der Black-Decker-Reihe. Dieses Buch ist auch im Heine Verlag erschienen und kostet 7,95 €, also nicht gerade viel. Und es ist auf jeden Fall gut zu lesen und empfehlenswert. So, weiter geht es auch schon mit dem nächsten Buch. Und zwar von Sarah Alderson hätten wir Kein Augenblick zu früh, das ist der zweite Band dieser Duologie. Der erste Band hat mir nicht so gut gefallen, aber der zweite dann auch wieder besser. Von Roxane St. Clair hätten wir Barfuß ins Glück. Es ist im Lux Verlag erschienen und kostet 9,99 €. Diese Reihe hat mir eigentlich sehr, oder der erste Band hat mir jetzt bisher sehr gut gefallen. Und im Februar kommt deshalb auch der zweite gleich dran. Und den dritten habe ich jetzt zu Weihnachten bekommen, also ist er dann auch gleich da. Ich muss mir dann nur noch den vierten besorgen. Und
Der wird dann nur besorgt, wenn mir die nächsten zwei dann auch noch gefallen. Und ich denke mal, das wird auch dann kein Problem sein. Hier hätten wir nochmal ein Buch von Jaylen, Stay With Me. Das ist der vierte Band dieser Reihe. Den fünften werde ich euch dann auch noch später zeigen, weil ich habe jetzt alle fünf gelesen und, oder, ja, drei, vier und fünf diesen Monat gelesen. Hat mir ebenfalls gut gefallen. Trust in Me war ja bloß eine Wiederholung eigentlich vom ersten Band und Stay With Me waren wieder neue Protagonisten. Aber fand ich trotzdem sehr schön. Von Genevieve Lee hätten wir Royal Passion. Es ist im Blend Ferret Verlag erschienen und kostet 12,99 €. Ich war jetzt so lange gespannt schon auf dieses Buch und da mir After Passion und so weiter sehr gut gefallen hat, dachte ich, das könnte auch was für mich sein und ich wurde auch nicht enttäuscht. Es gab zwar immer wieder viele Wiederholungen, vulgäre Ausdrücke, aber das hat mich im Großen und Ganzen jetzt eigentlich nicht so gestört. Auf dieses Buch habe ich jetzt so lange gewartet und endlich ist es da. Und gleich nachdem ich es bekommen habe, habe ich es ja auch innerhalb von 3 Tagen jetzt war es, glaube ich, durchgelesen. Dieses Buch hat ca. 840 Seiten und war einfach ein gebührender Abschluss für mich. Und ja, Carlsen hat mich glücklich gemacht, genauso wie besonders die Autorin Marissa Mayer. Ich rede hier von Wie Schnee so weiß und es ist Band 4 der Reihe. Es gab Wie Sterne so silbern, So rot wie Blut, So golden wie Sterne, glaube ich. Oder so. Und halt Wie Schnee so weiß und das war echt mein schönstes Buch im Januar.